Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Heute ist es soweit, wir bekämpfen die Top 4. Wir sind hier im Indigo-Plateau und ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, kann ich sagen. Nicht viel. Zum Beispiel habe ich jetzt nicht gelevelt oder so. Ich würde sagen, wir lassen einfach die Level so, wie die sind. Eingekauft habe ich auch nicht, aber ich habe ein bisschen Platz gemacht. Die untergehenden Items, die wir gerade gebrauchen können, habe ich rausgetan. Wir werden das jetzt machen mit 26 Belebern, 27 Hypertränken. Es sind zwar wenige, aber wir haben ja auch noch Supertränke. Wir haben noch Limonade, Sprudel, dann haben wir noch einen Wutkeks, Top-Genesung, Top-Trank. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen zum Heilen, außer Hypertränke. Und die Hypertränke werde ich wahrscheinlich auch nur im Kampf benutzen und den Rest außerhalb. Und haben wir natürlich Eva, damit wir die AP aufladen können, falls wir irgendwelche Attacken dabei brauchen. Sonderbonbon, vielleicht benutze ich den noch, ich weiß es noch nicht. Top-Ether ist Ether aber besser. Top-Genesung. Stellt KP und Status wieder her. Ist sehr nützlich. Top-Trank, einfach vollständig KP auf. Hyper-Heiler sind sehr wichtig. Ich habe leider nur 11 jetzt dabei. Ich hoffe, das ist aber nicht so schlimm. Hier wieder bei AP. Moment. Elixier und Eva sind anders. Items. Füllt die AP um 10 auf. Und Elixier füllt alle. Ah, alle AP. Ja, gut, das ist gut. Und ansonsten. Den Rest ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. So. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit für die Liga. Wenn wir jetzt hier reintreten, gibt es kein Zurück mehr. Aber ich bin ready. Wird dort zugemacht. Es gibt keinen Kommen mehr. Und der erste Gegner ist der hier. Hier ist überall Eis. Würde man meinen, ein Eis-Pokémon. Aber hat er die dann auch? Ich weiß schon, wen ich nehmen werde. Ich werde nämlich Melly nach vorne tun. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ihr werdet nämlich jetzt gleich sehen. Willkommen in der Pokémon-Liga, Mike. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Willy. Ich habe die ganze Welt bereist, um meine Psycho-Pokémon zu verbessern. Und schließlich habe ich es in die Top 4 geschafft. Ich werde ständig besser. Verlieren ist keine Alternative. Ja, man würde meinen, er hat Eis-Pokémon, aber nein! Er hat Psycho-Pokémon. Willy. Willy Walker. Mit seinem Zatu. Und der Grund, warum ich Melly vorne hab, ist aus dem Grund, weil Melly hat Biss. Und das wird sehr hilfreich. Gegen diesen Willy. Und nein, ich koche und Kuhstrahl. Das ist kacke. Ich werde versuchen, nicht vorzuspulen. Außerdem werde ich versuchen, alles in der Top 4, also alle vier Top 4 Lieder und der Champion, alles in eine Folge zu packen. Wenn es nicht klappt, mache ich ja zwei Folgen draus, das wäre doch nicht so schlimm. Nur, dass du Bescheid wirst, falls ich nicht alles in der einen Folge zeigen werde, verdammt. Ich glaube aber, wenn ich jetzt einmal... Yes, okay, treffe. Dann ist jetzt down, ne? Gut. War mir nicht sicher, ob ich heilen soll, aber ich mache genug Damage. Oh, Rosana? Hat Eisattacken, müssen wir aufpassen. Ja, ja. Schreit ein bisschen rum. Wie viele Leben brauche ich? Ich brauche... ja, ich glaube, Supertrank würde rausreichen. Ja. Klappt. Psychokinese, wie viel Damage macht das? Ich glaube, nicht so viel. Oh, doch. Oh, Gott. Okay, das macht sehr, sehr viel Damage. Ich bin zwar schneller, aber deswegen ist es immer overleveled. Ich bin underleveled, merke ich gerade. Oh, Gott. Das ist keine gute Idee, was ich jetzt gerade mache, aber... ich wechsle jetzt rüber zu Flamesack. Weil Flamesacks Verteidigung ist besser. Als sonst nur Billika, das ist das Problem. Verdammt, jetzt bin ich Genese. Oh, nein. Oh, machst du so viel Damage? Holy. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Rauchwolke wäre ganz gut. Accuracy runter, soweit ich weiß. Ne, das macht doch Rauchwolke. Genau. Oh, das ist trotzdem nicht tot, oder? Ich bin sowas von tot. Das überlebe ich nicht. Ja. Okay. Werden wir gleich wiederbeleben müssen. Verdammt. Ich traue mich nicht. Komm, machen wir nochmal Melly rein. Vielleicht treffen wir Volltreffer mit Biss. Ich weiß es nicht.
so wenig Damage. Okay, perfekt. Es ging daneben. Dann heile ich mich nochmal. Tatsächlich. Limonade. Trink die Limonade. Trink sie und stärk dich auf. Oh no, Gemüse. Das ist keine gute Idee. Boah, das macht so viel Damage. Warum? Okay, die Hälfte ist weg. Die Hälfte ist weg. Okay, sehr, sehr gut. Einfach rauf, einfach rauf. Wir müssen jetzt einfach raufballern. Rosanna ist kein so schlechtes Pokémon, wie wir mal denken. Yes, ist ausgewichen. Komm schon. Yes! Gut gemacht, Melly. Stolz auf dich. Okay, super. Kokowai. Oh, nein, Pflanze. Ich wollte gerade sagen, oh, ich hab ein Feuer-Pokémon für dich, aber hier habe ich nicht. Es ist tot. He's dead. Ja, dann, der Stand halten kann. Das macht einfach mal so lange am Pharos. Und Koko war halt den ähnlichen Schrei wie Rosanna. Warum merke ich das? Wie ist er jetzt? Interessanter Sprite übrigens von Koko bei. Sehr, sehr interessant. Okay, wir beleben Flamesack wieder. Haben nämlich ein schönes Feuer-Pokémon. Für dieses Koko bei. Ich hoffe, Amphi überlebt das. Okay, Amphi tankt das ziemlich gut. Da kommt jetzt Flamesack rein. Ich hoffe, er macht nicht so viel Damage auf Flamesack. Eigentlich müsste er, ne? Ach, verdammt. Ich würde das nicht schon direkt killen. Ach, shit. Das habe ich befürchtet. Na, pack Amphi rein. Ich kann nichts anderes machen. Dann mach Donnerwelle. Das wäre ganz gut. Yes, trifft. So, schön paralysiert. Greift eventuell nicht an. So, und jetzt machen wir das gleiche. Wow. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Da spruch ich jetzt auch vor, weil das ist mir jetzt langweilig. Crap. Wechsel einfach raus. Wechsel einfach raus. Flamesack. Okay. Er ist paralysiert. Ja, ist schon gut. Das ist schon ganz gut. Flammenrad. Für den Maximum Damage. Oh, das macht mehr Damage, als ich erwartet habe. Das ist gut. Wir sind da wirklich auch underleveled. Mist. Das ist nicht so gut, dass wir underleveled sind. Maybe? Kannst du was ausrichten? Windstoß. Ah, macht halt leider nicht so viel Damage, das Problem. Oh. Ich bin wahrscheinlich One-Hit, oder? Weil es ist ja sehr effektiv und es ist auch overleveled. Ja, natürlich macht es One-Hit. Ah, ich verschwende so viele Beleber. Okay. Läuft auf jeden Fall nicht gut. So, jetzt muss Luki alles reißen. Fliegen. Wir wollen die Apfel noch nicht verschwenden. Ha, Eierbaum mit deinem Leben! Ich will Anfang an Luki nehmen sollen. Deshalb 40 und hat eine Flugattacke. Egal, passiert. Zwei Pokémon noch. Noch ein Xatu. Ich glaube, mit Lugia drin. Actually. Nut! Ja, ja. Ich kann mal gucken, wie viel Fliegen macht. Weil ich glaube, Xatu ist nur Psycho oder ist es Psycho-Flug? Ich glaube, Psycho-Flug, ja. Ja, da könnte ich Amphi reintun. Ja, da Lugia macht auch ganz viel Damage. Ah, komm, Fußstrahl. Ah, so ein Bullshit. Boom. Wisst ihr was? An die Amphi ist fast tot. Ah, da lag das Problem. Okay, ich hab grad überlegt, warum nehme ich einfach Amphi rein, aber jetzt weiß ich wieder warum. Schlag dich doch nicht selbst, Lugia! Gott, ja, vorspulen, macht nicht so viel Damage. Komm, flieg bitte. Dankeschön. Ja, Psychokinese ging daneben und wir. Blitzflieg! Nice, das ist das Problem, wenn man verwirrt ist, wenn man Fliegen ansetzen will, musst du zweimal
warten. Na komm, weg damit. Wir wissen alles. Kaskade! Nein! Er verwendet seinen Top-Trank. Oh. Verdammt. Ja, die haben halt alle auch sehr gute Heilungs-Items, die ganzen Top-4-Mitglieder. Das ist das Problem. Ich glaube. Heil-Item ein, aber vielleicht nicht in Hypertrank. Obwohl, weißt du was? Komm, mach einfach. Wir brauchen Amphi. So, Psychokinese. Ja, ja, macht nicht so viel. Sollen jetzt Amphi reinholen? Oh Gott, der erste Kampf dauert schon so lange. Ich habe nicht gedacht, dass der erste Kampf so schwer wird für mich. Das habe ich nicht erwartet. Donnerschlag. Ich muss jetzt Volltreffer reinhauen. Tut zwar nicht, aber es erledigt trotzdem den Job. Perfekt. Was hat jetzt Pokémon? Lamus, können wir direkt drin bleiben? Ist Wasser. Bye bye. Mit 41, ich bin so underlevelt. Das macht nicht mal One-Hit. Das macht nicht mal One-Hit. So schlecht bin ich. Verdammt. Okay, so. Weg mit dir. Boah, ich vielleicht Kopfschuss einsetzen sollen, stattdessen wegen der AP. Ach, egal, was soll's. Yes, Level 40 für Amphi! Sehr, sehr gut. Und damit haben wir Willi besiegt. Gar nicht mal so gut. Ich kann es nicht glauben. Auch wenn ich besiegt wurde, werde ich an meiner Überzeugung festhalten. Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Mike, schreite voran und lerne die Grausamkeit der Top 4 kennen. Okay. Hier würde man jetzt denken, ja, der Pflanzen-Pokémon, die sind mal Bäume. Aber das hat er nicht. Nein, 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 das hat er nicht. Heilen bitte. 80 KP. Melly kriegt eine. Ich getrunken habe. Ah, ich hab's nicht kaputt geheilt. Ah, verdammt. Ja, rechnen muss man auch können, Mike. Luga braucht actually gar nicht mal so viel Heilung. Er hat Genesung. Ich brauche Beleber. Habe ich Beleber? Ganz viele? Na, es geht. Also ich hoffe, die Beleber reichen am Ende aus für alle. Das wäre halt kacke, wenn nicht. So, erstmal alle heilen. Ich bin ein bisschen vor. Ich möchte natürlich nicht langweilen. Ja komm, setz den Supertrank ein. Amphi und Flamesack brauchen noch Heilung. 60 KP. Amphi kriegt die 60 KP. Das war dumm, hätte Flamesack besser geworden können, egal. Ansonsten habe ich keine schwachen Highlights mehr, ne? Mist. Mehr Schwachheit und dann müssen wir jetzt Betränke benutzen. Komm ich nicht drum. Nicht schlimm, aber ist halt so. Okay. Ich weiß, was für Pokémon der hat, deshalb muss ich kurz gucken, war das Flamesack, den ich reintun wollte? Oder war das jemand anderes? Warte, wen wollte ich denn reintun? Ich hab's vergessen, aber ich glaube, ich tue mal Flamesack rein. Ist keine schlechte Idee, den Starter immer noch rein nach vorne zu tun. Okay, fangen wir an! Ich bin Koga, einer der Top 4. Da ich ein Ninja bin, lebe ich in der Dunkelheit. Mein komplizierter Stil wird dich verwirren und vernichten. Verwirrung, Schlaf, Gift. Auch du wirst ein Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft allein. Das wirst du noch herausfinden. Ja, mein lieber Koga hat Gift-Pokémon und Käfer-Pokémon. Und weil er Käfer-Pokémon hat, habe ich Flamesack vorne getan. Da zum Beispiel. Die meisten Pokémon, die er hat, sind Käfer und Gift. Und nicht nur Gift. Deshalb ist Flamesack eine gute Wahl. Hoffentlich erlernen wir ein neues Level Up. Das würden wir zumindest ganz gut gebrauchen können. Yeah. Aber ich glaube, Koga wird nicht so schwer, ganz ehrlich. Dass Willi jetzt so lange gebraucht hat, ist halt Pech, würde ich sagen, aber passiert. So, geht down. Und Level
39! Yes! Wir brauchen jedes Level auf, was wir bekommen können. Sehr, sehr wichtig. Okay, als nächstes kommt... Voll stärker, perfekt. Ding hat eine Vielfachschwäche gegen Feuer. Wir müssen nur aufpassen, weil das Ding... hat Explosion. Bringt sich selbst um, wir kriegen dafür sehr, sehr viel Damage. Vielleicht sterben wir dabei auch. Deshalb hoffe ich, dass das direkt killt. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist eigentlich ein Tank, aber Vielfachschwäche, easy. Was hat es noch? Slimog. Da ist das einzige Pokémon aus seinem Team, was nur Gift, was nur Typ Gift ist. Wo ich jetzt nichts wirklich was gegen habe. Was aber nicht schlimm ist. Mach ein bisschen Rauchwolke, kannst du sowieso nicht angreifen. Da kannst du uns wahrscheinlich auch nicht vergiften. Dann killen wir es easy. Ganz, ganz geschweigt. Oh, Komprimator. Kleines Männchen. Oh, ist... Ah, da kann ich also keine... Oh, okay, okay. Ich mach mal Flammenrad. Ich glaube, Flammenrad macht jetzt mehr Sinn als weiter. Ach stimmt, ich wollte ja die TMs machen. Tut mir leid, hab ich jetzt ganz vergessen. Egal, machen wir ohne TM-Attacken. Genau das wollte ich eben nicht. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Ich glaube, Vergiftung mache ich aber erst nach dem Kampf weg. Ich glaube, da bin ich jetzt zu faul für. Problem ist jetzt, ich glaube, ich treffe ihn nicht so gut mit den Attacken, weil er Komprimat angesetzt hat. Ja. Eigentlich müsste ich mehr Damage machen. Oh, nicht Matschbombe. Ekelhafter. Ja, Slime sollte man nicht unterschätzen. Und vor allem jetzt, wo ich fast tot bin. Ich tu mal Gara Red rein. Matschbombe. Oh, es macht viel zu viel Damage, das bringt nichts. Lugia. Lugia könnte noch was. Oh, nice, ging daneben. Perfekt, okay. Lugia könnte noch was anrichten. Zum Beispiel mit Fliegen. Dann trifft es mich nämlich damit nicht. Und dann treffe ich mit Fliegen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Verdammt. Jetzt macht sehr viel Damage. Oh nein, Vergiftung! Ah, oh, Lugia, warum? Krieg ich eigentlich Vergiftung Damage? Ja, in der Luft. Ja, krieg ich. Okay. Und du bist down, oder? Yes! Slimebox ist down. Perfekt. Huh! Das Ding ist stark. Omod. So, jetzt können wir wieder Flamesack benutzen. Direkt einfach Flammenrad reinsetzen. Gut, dass es nicht stirbt direkt, oder? Es kann gut sein, dass es ihn direkt stirbt. Hoffentlich. Ah, leider nicht. Leider nicht. Vergiftung, ja, und das macht das Ding nicht down. Ja, nee, natürlich. Weg vom Fenster hier. Ciao, Flamesack, was sieht sich? Was? Ich überlebe das? Ich überlebe das? Ist Omod einfach schwach oder ist einfach Rossana und Xatu stark? Nicht, das gebe ich jetzt mal. Oder haben wir gerade einfach resisted aus irgendeinem Grund? Ach, keine Ahnung. Weg von dir! Weg mit dir. So. Bye bye! So, es sieht so aus, als müsste ich cutten und den zweiten Teil rausmachen. Der Rest der Liga. X-Bart! Nein, nicht drin bleiben! Oh, wird zu spät. Das Ding ist. Giftflug. Deshalb tun wir Amphi rein. Doppelteam, ja, dann macht dein Doppelteam. Bist halt doppelt dabei. Ja, ja, du bist immer schneller und schneller. Donner! Na, verdammt. Okay. Oh, yes! Donnerschlag! Bam! Komm schon, nur viel Level runter. Mach One-Hit. Nein! Komm schon. Ja, stimmt, der Donner-Top-Genesung stimmt. Ja, ist okay, dass das jetzt einsetzt. Ist vollkommen okay. Weniger Damage gemacht als vorher, warum auch immer. Nein! Warum hat extra nicht, dass er mich da vergiftet, bevor er stirbt? Aber das war genau sein Ziel. Ah! Boah, jetzt greif doch an, ey. Ja, ja, bla, bla. Boah, ich greif doch nicht an. Komm schon.
Yes! Okay! Das war der zweite Kampf, der lief besser als der erste, trotzdem nicht gut. Und damit haben wir Conor auch besiegt. Ah, du hast dich als würdig erwiesen. Ich habe alle meine Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Betritt den nächsten Raum und stelle dein Können unter Beweis. Okay. So, aber bevor ich das mache, gehe ich heilen. Ja, jetzt brauche ich noch ganz viele Hyperheiler. Da, perfekt. Vergiftung wird aufgelöst. Was brauche ich noch? Nichts mehr. Ich habe ein bisschen Heilung gebaut, aber ich habe jetzt leider nichts Schwaches zum Heilen. Okay. Dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich den Rest machen. Weiter geht's. So, man würde meinen, ja, hier ist mein Lava, er hat Feuer-Pokémon. Aber das ist komplett falsch. Die hat er nämlich nicht. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Nein, nein, nein. Ich habe vergessen, wen ich nehmen wollte. Aber ich glaube. Okay, auf geht's. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Hä? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit, Mike? Du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Ah! Das wird ein krasser Fight gegen Bruno Mars mit einem Capoeira. So gehen wird. Ah, Ruckzuckieb. Mach du dein Ruckzuckieb. Das ist mir so Schnuppe. So, ich fliege. Oh, Schutzschild. Du ekelhafter. Ruckzuckieb, verdammt, muss ich gleich Genesung einsetzen. Hey, warum trifft es bei ihm die ganze Zeit? Sein scheiß Scanner. Meine Güte. Alter. Alter, genau deswegen hasse ich diese scheiß Schutzschildattacken. Viermal hintereinander? Das habe ich doch nie miterlebt. Mach deinen Ruckzuckieb, ist mir so egal. Mach ihn doch. Ich heile mich gleich sowieso. Wenn jetzt noch einmal. Wieso trifft Scanner bei ihm die ganze Zeit? WTF? Setz Genesung ein. Ich mag dieses Typen nicht hören. Bei Lugia brauchen wir nämlich keine Heilung verwenden wegen Genesung. Großer Vorteil. Mach nochmal Genesung, sind wir komplett voll. Da greifen sie sowieso mit dem Ruckzuckieb an. Lohnt sich. Gut, dann versuche ich es halt mit Kaskade. Wenn ich Fliegen nicht einsetzen darf. Macht fast gar nichts. Ah, verdammt. Ich versuche mal Luftstoß, ganz ehrlich. Das könnte funktionieren. Mhm. Okay, das funktioniert. Sogar Volltreffer. Okay. Lugia hat sogar Level 41. Ja, okay. Ist unser Monster hier, unsere Geheimwaffe. Oh, nix. Kann das Garados machen? Der braucht auch ein paar Erfahrungspunkte. Onix ist easy. Weiß nicht, warum der keinen Stalos hat. Aber er hat nur einen Onix. Ja, okay. Das ist übrigens ein einziges Pokémon, was nicht Typ Kampf ist. Er ist übrigens ein Kampftrainer, falls man sich bemerkt hat. Ich setze lieber Surfer ein. Das Ding ist One-Hit. Hoffentlich. Auch wenn ich underleveled bin, müsste es eigentlich One-Hit sein.
Ja. Und ich erreiche Level 37. Jetzt kann auch Red ein bisschen mithalten mit den anderen. Das ist wichtig. So, Nokchan. Uwuchan. Ja, ja. Puncht es in die Luft. Aber uns wirst du dabei nicht treffen. Niemals. Wir fliegen in die Luft. Du hast keinen... Oh, Icy war da, aber... Okay. Müssen wir uns merken, weil... Eisattacken wären eigentlich sehr, sehr gut gewesen in dieser Liga, aber ich habe halt extra kein Eis-Pokémon reingetan. Und auch ein bisschen Challenge. Ja, Icy. Ich mag Eis überhaupt nicht, weil... Manchmal könnte durch einfrieren. Nein, ich wollte nicht fliegen. Ich wollte eigentlich jetzt Kaskade, damit es easy down ist, aber... Dann würde es mal gleich einfach den Äther auffliegen. Das ist das halt so, ist nicht so schlimm, nein, nein. Das muss ich sagen. Ein Machomai. Leider habe ich sehr große Angst vor Machomai. Level 46 und das Ding ist letzte Entwicklung. Lieber setze ich der Luftschuss ein und ich hoffe, dass das One-Hit tot ist. Aber wird wahrscheinlich nicht One-Hit tot sein. Niemals. Doch? Ah, Volltreffer! Yeah! Okay, da, wir haben sehr viel Glück. Letztes Pokémon ist... Pickli! Einmal ja klar, was soll es sonst sein? Wenn Nokchan kommt und Capoeira, dann wird natürlich der letzte Pokémon noch Pickli sein. Ist natürlich offensichtlich. Wird natürlich einen Kick verpassen, aber es fällt hin! Und wir fliegen auf den Körper drauf, während es auf dem Boden liegt und dann stirbt es instant. Yeah! Wow! Wie erwartet, Bruno war der einfachste. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Okay.